Ein herzliches Willkommen hier aus Troppis Holzhütte. Ich begrüße euch zu einem weiteren Projekt. Ein kleines Projekt, aber ich denke mal, dass das wirklich auch sehr angenehm ist. Ich kann euch mal ganz kurz hier rüber schwenken. Schaut mal, da. Hier habe ich mir eine kleine Lampe für meine Bandsäge gebaut. Ist das so eine Lampe mit Schwanenhals vom Schweden? Ja, diesmal über gewesen und da habe ich gesagt, Mensch, die kann doch sicherlich hier in meiner Werkstatt noch einen Dienst erfüllen. Ja, schaut mal, die Lampe, die ist magnetisch. Die ist natürlich klar, dass sie mit Strom betrieben wird. Dann leuchtet sogar schon hier mit so einem kleinen Schalter. Und die kann ich natürlich jetzt überall ranheften, wo ich sie sieht auch alles, wo ich die auch gerade brauche. Und dann kann ich mir natürlich auch das Licht dann so hinmachen, so hinsetzen. So, hier hinten kann ich sie auch hin platzieren. So, aber hier wird sie sicherlich ein bisschen stören. Ich denke mal, hier oben wird die Lampe sicherlich den besten Platz hier oben finden. Ja, meine lieben Leute, und wenn ihr wissen möchtet, wie ich diese kleine Lampe, diese Maschinenlampe gebaut habe, dann bleibt dran. Habt wieder einmal Spaß mit dem Video und zum Schluss zum Ende des Videos sehen wir uns dann wieder. So, meine lieben Leute, wo bist du denn hin? Mensch, bei mir, du. Brauch die doch noch. Ganz an der Farbe hier, Magnete brauche ich. Magnete habe ich mir wieder besorgt. Hier, diese Schraubbahnmagnete von dieser Restekiste für die Bandsäge. Dann habe ich mir hier so eine Lampe besorgt. Das ist eine Lampe vom Schweden. Vom Schweden für, ich glaube, 10 Euro oder so, was die kostet. Das ist hier so eine 5 Volt. Keine Ahnung. Halt, Lampe vom Schweden. Die habe ich hier schon den Fuß beseitigt, schon abgebaut. Und dann habe ich mir hier schon etwas dickeres Holz dazu gelegt. Oh ja, ich denke mal, dass wir jetzt anfangen. Okay, dann werden wir mal ungefähr das Maß abnehmen hier von der Bandsäge. Damit wir es ungefähr hinbekommen. Okay. Und lasst uns mit dem Projekt jetzt starten. Ich denke mal, dass wir das hier so hinpacken. 10. Ich denke mal, 10 ist schon fast zu viel, wa? 5. Fünf mal 8. 8. Oder 5 mal 10. Das sieht schon mal gut aus. 5 mal 10. Ach, die Hauptsache habe ich ja noch vergessen. Hier ist zwar, ja, hier ist ein Schalter dran. Aber da mache ich mir einen anderen Schalter an. Der gefällt mir überhaupt nicht. Der Fuß 5x10, damit dann die Magnete auch wirklich gut halten. Okay, 5x10, dieses Brett geschnitten. Na, wo kommt ihr denn hin? Hier müssen wir hingucken. Gut, 5x10, dieses Brett werde ich erstmal, diese Leiste erstmal zurechtschneiden. Und dann kriegen wir dann den Rest alles hin. Ist ja kein Hit. Okay, und los geht's. Genau. Und jetzt 5. So. Ja, aber der passt ja hier nicht rein.
Das, was ich hier gerade zugesägt habe, das habe ich doch verworfen, weil, schaut mal, ich möchte ja hier oben einen Schalter ran machen und da brauche ich ja eine Platte, um ein Loch zu bohren, um den durchzustecken und dann den Schalter dann verbauen zu können. Jetzt habe ich mich entschieden, zwei Platten zu nehmen, eine Deckplatte und eine Unterplatte, damit ich dann hier als Ansicht habe, die schwarze als Ansicht und die untere, die Magnete verbauen kann und dann auch die Lampe verschrauben kann und hier drinnen, also unter diesem schwarzen, hier dann das Kabel verstauen kann. Okay, lasst uns weitermachen.
Ich habe die lieben Leute, meine lieben Freunde, Heimwerker. Das war in meinen Augen wirklich ein kleines, aber dennoch nützliches Projekt. Es ist klar, ich hätte mir auch so eine kaufen können, aber die kostet auch 30 Euro, ne? Diese Maschinenlampe. Und ich denke mal, dass diese Lampe hier wirklich ihren Dienst tut in meiner Werkstatt und meine Bandsäge hier wirklich beleuchtet. Ich denke mal, dass ich vielleicht hinten bei meiner Drechselbank die Lampe vielleicht auch verwende. Mal sehen. Ich hoffe doch, dass euch das Video hier zu dieser Lampe etwas gefallen hat. Ich möchte mich auf diesem Wege bedanken bei euch für eure Aufmerksamkeit und möchte mich von euch verabschieden. Bis zum nächsten Projekt, bis zum nächsten Video. Bis dahin alles Gute wünsche ich euch und möchte mich hiermit verabschieden. Ich möchte Tschüssi sagen. Tschüssi aus Tropis Holzhütte. Tschüssi und bye bye.